Hallo zusammen, einen schönen guten Tag. Wir starten die Folge mit dem Verkauf von Soja. Auf Feld 13 wird Weizen ausgesät. 15 nach wie vor Grasballen, Grasmähen und Ballenpressen für die Silage, was wir im Anschluss näher verkaufen werden. Und so das Geld verdienen für den Mähdrescher. Kostet ja nur 420.000 ungefähr. Ein Schnäppchen. Aber wir brauchen einen. Ein eigener ist halt besser als ein. Wir brauchen den zu oft. Ui. Wird verschätzt. Jemand habe ich immer nicht gesehen. Aus. So. Anne, komm. Schauen wir mal, ob das Geld reicht. Müsste eigentlich. Blendet, die Sonne blendet. Super, es reicht. Den Hänger auf Verkauf. Ich habe einen roten jetzt da. Oder mit Kursplan, den ich nehmen wollte. Ja, schwierige Entscheidung. Sehr schwierige Entscheidung. Mein brauche ich hier einen Cent, zwei Anhänger rüber auf dem Weg. Wenn wir noch einen Deichsel oder noch einen zweiten haben, aber einen zweiten brauche ich aktuell gar nicht. Ah, das können wir machen, wir können auch einen Deichsel nehmen. Das ist ja auch bald fertig, Anführungszeichen. Aber ich hätte halt theoretisch drei Vorwände fahren können, sollen, müssen. Apropos metrischer Garage. Den K2 geben wir jetzt zurück. Und die beiden geben wir zurück, wenn Gras fertig ist. Den kann man reparieren. Das ist gut. Ich denke, das sollte nicht funktionieren.
Oder hat man eigene? Eigentlich nicht, oder ist der. Gut, dann kann man auch reparieren. Und ins Servicefahrzeug. Machst du schön. Ja, das ist heil. Also reparieren geht auch, wenn man bietende Fahrzeuge hat. Aber es kann sein, Missionfahrzeuge, das kann sein, dass nicht geht. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist wieder eine andere Geschichte. Das ist zwar auch gemietet, aber halt nimmt man selber. Was in der Liste auftaucht, kann es auch nicht reparieren. LKW holen. Hängen wir ab. Dann geht los. Silageballen verkaufen. Dann haben wir richtig Kohle. Sind wir reich. Immer noch Schulden. So. Also das gerade mal, das dauert noch eine Weile. Gut, wir müssen hier noch düngen. Und ich glaube, wir müssen sogar kalken auf Feld 13. Mal kontrollieren. Er arbeitet soweit. Das reicht. Knapp. Gut. Sammeln wir mal den Rest ein. Also mit kleine Goldbahn hier. Und dann reicht man drücken hier, ne? Wieder voll ernten können. Wird auch näher wahrscheinlich eher Mähwerk mir ausleihen. Und so, mal gucken, wo das am besten gezahlt wird. Gras, Stroh, Mist. Ja, Heu, Stroh, Mist, Silage. Final 5. Das ist ein guter Preis. Also mit dem LKW ist das. Also wenn zaut ist immer so, entweder ist es zu laut oder zu leise. Ich möchte ja was hören, ne? Die Ecke ist weg, da auch. Aber gut. Das ist okay. Das ist eine reine Optik-Sache. Ja, eine Hecke war auch nicht schlecht. Hat ihre Funktion erfüllt. Dacher Specht.
zu lang. Ja. 54.000. Slalom fahren. Ich glaube, der wird mir umbringen. Er ist auch zugefahren. Den einen noch, die Reihe auch leer. So, ab zum Verkauf. Wieder 54.000 kassieren. Links war das. Ich muss mal LKW waschen. Entschuldigung, ich bin müde. Jo. Das ist eine Beule. Versicherungsschaden. Brücke reparieren. Da ist das Mäh weg. War ja meins. Wird noch meins. Wenn ja den Krone abgegeben habe und den Ballenpresse, dann bin ich die Mietfahrzeuge los. Und zum nächsten Gras.
Grasmähen. Aber was Neues. Ich glaube, der Meer ist fertig. Sieben Prozent. Das ist knapp. So, den Rest machen wir noch rein. Schauen. Abladen Z. Aber ich schaue, dass es überhaupt funktioniert. Weil die Zapfwelle ist er ja nicht. Vorgesehen anzubauen. Ohne Zapfwelle geht nichts. So. Mal Z. Abla. Jetzt gehen wir zurück. Garage. Der soll besser sein. Was macht der? 100 Ding leer. 540.000. Da brauche ich einen Schneidwerkswagen, das ist ein Problem. Aber einiges. Ich nehme den. Michelin. Das geht nicht. War noch hier.
Oh, ich höre das Ende. So, meine Freunde der Landwirtschaft, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mir ein Like freuen. Auch gerne mein Abo. Ansonsten hören wir uns, sehen wir uns in der nächsten Folge. Abi, tschüss.